Ja, schönen Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also Tortellini Auflauf. Ja, dann habe ich jetzt so 400 Gramm Tortellini genommen. Ja, wo circa zwei Personen. Ja, dann mache ich jetzt also die kochen, also die circa so 6, 7 Minuten. Dann ist er jetzt also richtig weich. Ja, erstmal, ja, so circa 6 bis 7 Minuten ist das Kochzeit. Ja, und dann machen wir hier weiter. Was ich brauche, Käse und was noch, also dann zeige ich dir live. Ja, okay, bis naja. So, der Weichkochen, also da nehme ich circa so halbe Teelöffel also Salz, ja, und Prise, sagen wir jetzt hier so ein bisschen Öl, ja, so circa so 20 Milliliter, ja, und dann, wenn der Wasser kocht, da kann sie jetzt Tortellini erst rein, also schütten. Erstmal warten. Bisschen. So, der Nudel-Tortellini haben wir jetzt also gekocht, ist schon fertig. Jetzt machen wir jetzt die Soße, was ihr jetzt Soße braucht. Jetzt nehmen die jetzt so drei Eier. Ja, so eine. Nehmen Sie es drei Eier. Ja, dann geben Sie ein bisschen die, bitte, also Salz, bisschen, also so. Eine Viertel oder halbe, so wie Sie möchten, also die mehr Salz, dann ein bisschen mehr, aber so ein Viertel ist reichlich. Ja, ein bisschen weiße Pfeffer. Ja, so nicht so viel, aber ich mag ja ein bisschen, also die geben Sie bitte die Muskatnuss. Ja, so. Dann geben Sie bitte also hier Petersilie und Basilikum. Also die kann sie zerhacken. Ja. So frisches Kräuter, also da muss das sein. Ja. So. Da kann sie jetzt hier die Eier durchschlagen, richtig. So, dann einmal jetzt hier habe ich jetzt die Sahne, so 200 Milliliter. So, die kann sie jetzt auch dazugeben und einmal durchschlagen. Und diese Kräuter, da kann sie jetzt reintun. Ja. Und das ist ja unsere Soße, da ist. So. So, einmal so, ja, ist gut.
So, dann nehmen Sie jetzt die eine Form. Ja. Dann habe ich jetzt hier Form, die. Dann geben Sie jetzt alles Tortellini da rein. Ja. So, jetzt ist ja die ganz, ganz wichtig. Also ich nehme jetzt hier, sagen wir, normalerweise, da muss ja Schinken so Art, ja, also die Kochschinken oder so da rein tun oder die, also wie sie wollen, also so Hähnchenstücke oder die anderes, sagen wir. Ich nehme jetzt hier die Erbsen. Also kann sie jetzt ganz mögliches alles reintun, wie sie wollen. Also ich nehme jetzt hier die Erbsen. Ja, so ein bisschen, also als Geschmack. Dann dieses Ganze, also die Soße drüber. Ja, ja. So, die. So. So, dann habe ich jetzt hier die Mozzarella. Ja, die kann sie jetzt hier erstmal den fertig. So. Die bisschen Käse erstmal. Käse, wie sie wollen. Wenig, bisschen mehr ist ihre Entscheidung. Also manche Leute will also ein bisschen mehr Käse, manche will jetzt gar keine, also Käse, wenig meine ich, ja Käse, ja, aber wenig, ja. Also kann sie jetzt selber entscheiden, also wie viel wollen sie jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen reichlich genommen, die Käse, und jetzt. So kann sie jetzt hier, habe ich jetzt hier die kleine Kugel, da kann sie jetzt hier so, also oben drauf tun, überall, ja? So, so sieht die aus, ja? Kann sie jetzt, also die Ofen unter- und Überhitze oder die Umluft 180 Grad circa 25 Minuten drin lassen, ja, also circa 20 bis 25 Minuten, also 180 Grad drin lassen, ja, also normal, also die Umluft ist so circa, ne, okay, bis dann. So, bitteschön. So, ich habe jetzt beide, also wie heißt der jetzt, Teller fertig gemacht, die Form, ja, und ist sehr, sehr gut geworden. Meine Damen und Herren, meine Freunde, wenn Sie jetzt wirklich, finden Sie jetzt meine Sender, also ist aufregend, also gut, dann kann sie jetzt bitte schreiben Sie mal bei mir die Comment und subscribe Sie meine, also meine Channel Sender, sagen wir jetzt abonnieren oder subscribe ist der gleiche, so, und weiter die Leute empfehlen, ja. Ja, ich wollte guten Appetit. Bis nächste Rezept. Ja, danke, auf Wiedersehen.